Hallo ihr alle, mit diesem Video möchte ich euch die lichtabhängigen Reaktionen der Photosynthese vorstellen. Wo finden die überhaupt statt? Das Zellorganell ist der Chloroplast und wenn man den etwas näher betrachtet, dann wird man feststellen, diese lichtabhängigen Reaktionen finden an der inneren Chloroplastenmembran statt, also an der Grenze zwischen dem Stroma und dem Intrathylakoidraum. In der Thylakoidmembran sitzen die Photosysteme. Ihr erinnert euch, Photosysteme bestehen aus einer Lichtsammelfalle mit Antennenpigmenten und einem Reaktionszentrum aus einem einzigen Chlorophyllmolekül, das nenne ich hier mal P700. Trifft nun Licht auf diese Photosysteme, werden Lichtquanten absorbiert und diese Energie letztlich auf das P700-Molekül im Reaktionszentrum übertragen. Dadurch wird es in einen angeregten Zustand versetzt. Ich bezeichne das hier mal als P700 Stern. Und dieser angeregte Zustand führt nun dazu, dass ein Elektron abgegeben wird. Wenn das zweimal passiert, sind es zweimal ein Elektron. Und diese Elektronen werden dann auf einen Elektronenendakzeptor übertragen. Nikotinsäureamidinnukleotidphosphat. Schwer auszusprechen, deswegen kürzt man das gerne ab als NADP+. Und aus diesem NADP+ werden mit den zwei Elektronen NADPH plus H+ Moleküle. Man bezeichnet diese Substanzen auch als Reduktionsäquivalente. Schön und gut, wir haben jetzt also Reduktionsäquivalente in Form von NADPH plus H+ hergestellt. Aber dafür musste das Chlorophyllmolekül P700 ja ein Elektron hergeben, das heißt, dem fehlt im Moment ein Elektron, es gibt eine Elektronenlücke. Wie wird diese geschlossen? In der Thylakoidmembran gibt es noch ein weiteres Photosystem, das Photosystem 2 mit dem Reaktionszentrum P680. Funktioniert wieder ganz genauso wie beim Photosystem 1. Photosystem 2 wird belichtet, die Lichtenergie wird auf das Chlorophyllmolekül im Reaktionszentrum übertragen. Das geht in einen angeregten Zustand über, hier als P680 Stern bezeichnet. Und ihr erratet es schon, dieses P680 Stern gibt Elektronen ab, die über eine Elektronentransportkette auf das Photosystem 1 übertragen werden und so die Elektronenlücke beim P700 Chlorophyllmolekül schließen. Okay, damit ist es uns gelungen, die Elektronenlücke im Photosystem 1 zu schließen, aber wir haben auch einen Preis dafür zu bezahlen. Wir haben eine Lücke geschlossen, aber dafür ist eine neue Lücke aufgegangen. Nun fehlt dem P680-Molekül ja ein Elektron. Wie kriegen wir jetzt dieses Molekül wieder in seinen Ausgangszustand zurück? Dazu muss man in den Intrathylakoidraum schauen. Da ist jede Menge Wasser und dieses Wasser wird oxidiert. Das heißt, es gibt Elektronen ab. Diese Elektronen schließen die Lücke im Photosystem 2 und versetzen die Chlorophyll-P680-Moleküle in ihren Ausgangszustand zurück. Parallel zu dieser Photolyse des Wassers entsteht quasi als Abfallprodukt Sauerstoff. Aber es wird nicht nur ein Sauerstoffmolekül produziert, sondern, wir kennen es aus der Gesamtgleichung, es sind 6 Sauerstoffmoleküle. Dafür braucht man 12 Sauerstoffatome. Jedes Wassermolekül enthält ein Sauerstoffatom, also brauche ich insgesamt 12 Wassermoleküle, um 6 Sauerstoffmoleküle herzustellen. Dabei entstehen aber nicht nur die Sauerstoffmoleküle, sondern es entstehen auch 24 Elektronen, die dieses Z-Schema der Photosynthese durchlaufen und letztlich auf NADP+ übertragen werden. Jedes NADP+ nimmt dabei 2 Elektronen auf, das heißt mit 24 Elektronen kann ich insgesamt 12 NADPH plus H+ Moleküle herstellen. In einer Reaktionsgleichung zusammengefasst ergibt sich somit folgendes Bild. Aus 12 Wassermolekülen und 12 NADP+ Molekülen werden 6 Sauerstoffmoleküle und 12 Reduktionsäquivalente NADPH plus H+.